So, hallo und herzlich willkommen noch einmal heute am Freitag, den 24. Februar 2017, zum JFD Live Trading TV. Einen Moment, das sieht aber sehr gut aus. Also Bild habe ich schon, Ton habe ich auch gehört. Ja, DAX doch ordentlich unter Druck gekommen nochmal. Bedauerlicherweise leider, leider, leider nicht so wie gewünscht. Ist natürlich eine ziemlich, ja, also wie soll ich sagen, also unangenehme Bewegung, unangenehm ist das falsche Wort. Undankbar. Undankbar ist, glaube ich, das bessere Wort dafür, was der DAX da produziert hat. Undankbar deswegen, weil der Break, sieht man ja hier oben, Moment, muss mal kurz hier loslösen, weil der Break hier oben erfolgt, durchsticht, dann eine Gegenbewegung einleitet, das war noch gegen Ende des Morning Meetings oder während des Morning Meetings, glaube ich, und dann tropft er hier runter und bricht das Niveau und kommt dann richtig schön ins Laufen, richtig schön ins Rutschen. Das, was jetzt natürlich echt problematisch ist, problematisch in Anführungsstrichen, ich hatte heute früher gesagt gehabt, dass ich hier die direkten Breaks nicht traden möchte. Und ich denke, die Price Action hier, also rund auch um das Morning Meeting, als es begonnen hat, wo wir kurz mal drunter gelaufen sind und dann gleich die Gegenbewegung zu sehen bekommen haben, haben ziemlich gut illustriert, warum, dass der Markt dann anschließend allerdings hier ja, so einen Rutsch zu sehen bekommt. Ich gehe mal davon aus, wenn man sich die Kerzenstruktur bis zu diesem Zeitpunkt anschaut, dann sieht das danach aus, als wenn da einfach eine größere Verkaufsorder einfach den Markt getroffen hat. Die ist auf ein dünnes Marktumfeld getroffen und dann entsprechend, ja, es ist zu einer scharfen Abwärtsbewegung gekommen. Das ist natürlich, ja, das ist alles andere als optimal, das ist alles andere als schön. Ich habe dann jetzt gerade eben auch nochmal zwei Nackenschläge bekommen, oder zwei, nee, stimmt, einen Nackenschlag bekommen, denn, und das ist das, also der Markt, der macht gerade mental ein bisschen was, also mit mir zumindest mal. Ich habe diese Bewegung halt gesehen und denke mir, gut, das ist ein ziemlich dramatischer Abverkauf, den wir hier zu sehen bekommen. Besonders auch deswegen, weil der Dow Jones halt nicht unter dieses signifikante Level bei 20.700, auf was wir gleich noch zu sprechen kommen, gefallen ist. Und habe dann im Zuge dieser Dynamik, die hier nach unten begonnen hat, sich zu erschöpfen, auch besonders nachdem wir hier, wo wir gesehen haben, dass da kein weiterer Zug drauf kam. Wir haben noch mal kurz neue Tiefs gemacht. Der Markt begann sich dann eben hier so ein bisschen zu fangen. Und ich habe das eben genutzt, um einen antizyklischen Long-Versuch einzustreuen. Das war eine diskretionäre Geschichte tatsächlich. Das war weniger der Tatsache geschuldet, dass ich jetzt da irgendwie rein systemtechnisch oder dergleichen agiere, sondern es war diskretionär und primär basierend auf einem guten, attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis. Denn nach solch einer Abwärtsbewegung, da hat man, wenn man den Einstieg hier unten super aggressiv trifft halt, bei einem Stop an der Stelle das waren Pi mal Daumen 20 Punkten, hat man natürlich ein gutes CRV. Also eine Gegenbewegung von 60 Punkten scheint ja durchaus realistisch und demnach CRV von 2, 3 zu 1, das kriegst du schon relativ gut. Ja, und was macht der Markt dann? Der Markt ziert sich so ein bisschen, was jetzt erstmal keine so große Überraschung ist, bei dem Druck, der auch aufgekommen ist und dergleichen. Das heißt, also das kannst du relativ gut dann auch noch verkraften. Aber der Markt dippt dann kurz auf neue Tiefs, holt dich aus dieser Position raus, um dann anschließend genau dieses Reversal hinzulegen, was du eigentlich hättest gerne sehen wollen. Und das ist natürlich alles andere als optimal, weil du guckst dann einfach nur hinterher. Du hast natürlich hier auch an dieser Stelle, klar, jetzt kann man sagen Re-Entry und dergleichen, aber da muss man sich eben auch fragen, Re-Entry, das ist hier die 3-Uhr-Kerze, das ist eine halbe Stunde vor den US-Märkten, wie die öffnen, da hast du eine 50-50-Chance, dass der US-Markt jetzt so reinkommt, wie er reinkommt. Das heißt also hier mit eben dann entsprechend Power und dergleichen. Ja, das ist natürlich genau das, was du dann sehen möchtest. Genauso besteht aber auch die Möglichkeit, dass der gleich vom Open weg wieder abverkauft wird, was nochmal doppelt und dreifach Druck auf den DAX eben hinlegt und oder ausüben dürfte. Und was dann eben dazu führt, dass du dann nochmal einen aggressiven Re-Entry wählst, der, wie gesagt, rein diskretionär eine 50-50-Chance hat, eben dann entsprechend erfolgreich zu sein. So, und das zehrt dann schon ziemlich, weil es ist ja keine Frage des, ich nenne es jetzt mal Gespürs oder dergleichen, sondern es ist eben eine mentale Geschichte, die es dann eben ist, weil du dir die ganze Zeit halt denkst, hättest du das nicht, also hätten wir uns nicht darauf einigen können, dass du mich da nicht ausstoppst, knapp vielleicht nicht ausstoppst, ich mache ein Scale-Out und dann anschließend die Gegenbewegung. Das ist halt, ja, das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesprochen gerade, auch weil die Gegenbewegung in den Bereich vorgestoßen ist, wo dann der Stop aggressiv nachgezogen worden wäre, beziehungsweise der Take Profit gelegen hätte. Also ich hätte jetzt hier nicht, oder ich spekuliere dann nicht bei solch einem Trade darauf, dass der Markt da irgendwie eine 200, 300 Punkte Gegenbewegung hinlegt wie von der Tarantel gestochen eben dann durchstartet, sondern da wäre dann der Take Profit eben beim CRV von 3 zu 1 gelegen. Ja, das, wie gesagt, ist alles andere als optimal und
mal wieder so ein, ja, wie gesagt, kleiner Nackenschlag. So, der passt vielleicht ganz gut da, diese Metapher. Jetzt natürlich die Frage, wie weiter verfahren? Also ich glaube, der DAX hat auch hier in einem technisch relevanten Bereich eine Unterstützung gefunden, der dann schon interessant wird in der kommenden Woche auch. Also Bereich 700 bis 730 auf der Unterseite. Wenn wir da drunter rutschen sollten, dann wäre das durchaus eine Initialzündung, die uns bis 470 führen könnte, beziehungsweise auch darunter dann bis in den 400er Bereich. Also das ist auch der Bereich, den ich in meiner Wochenanalyse schon herauskristallisiert habe. Realistisch auch, dass Trump als Katalysator kommende Woche Mittwoch dort fungiert. Ja, und die Aktienmärkte generell dann eben entsprechend ein bisschen auf Korrekturkurs bringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dort eben nicht so liefert, wie der Markt es benötigt, um, jetzt kommen wir zum Dow Jones ganz besonders, um diese Bewegung hier zu rechtfertigen, die dort stattgefunden hat, ganz besonders von vor rund zwei Wochen, als er sagte, etwas Phänomenales im Zusammenhang mit Steuer, was dann mit diese Short Squeeze auch auf den Weg gebracht hat. Ich gehe davon aus, dass wir eine sehr gute Chance besitzen, dass es da zu einer Korrekturbewegung kommt. Jetzt ist es eben so, jetzt geistert mir gerade natürlich durch den Kopf, wie man nach Möglichkeit versucht, vielleicht solch eine Bewegung zu antizipieren. Also das heißt, solch eine Bewegung vielleicht dann aggressiv zu handeln, weil die Wahrscheinlichkeit vielleicht recht hoch ist, dass man Schwierigkeiten bekommt, dann in solch einer Trendstruktur sich überhaupt zu etablieren. Der DAX hat es vorgemacht. Genau das, oder zeigt genau das auf, was ich schon die ganze Zeit immer wieder mal gesagt habe. Es ist einfach eine ganze Weile gar nichts, relativ unspektakulärer Handel, also auch wirklich heute früh eine ganz enge Open Range und dann auf einmal rum. Vielleicht frühzeitig versucht zu antizipieren. Also das heißt, dass man vielleicht versucht, heute bereits oder dann am Montag, je nachdem, dass man vielleicht versucht, hier nochmal einen Rücksetzer von solch einer aggressiven Positionierung versucht im erweiterten Sinne, ja, also übergeordnet, versucht, Moment, das sieht man hier noch nicht mal, ich gehe mal auf den Kollegen hier, dass man wirklich versucht, da eine Korrektur zu sehen zu bekommen, die uns vielleicht sogar bis in den Bereich um 20.140 bis 20.000 Punkte vielleicht sogar führen könnte, wenn denn dann ausreichend Dynamik auf der Unterseite eben aufkommt. Das ist das, was mir gerade eben gedanklich durch den Kopf geht. Intraday habe ich nicht vor, irgendwas zu formulieren oder dergleichen. Ja, also Intraday. Den Open nochmal anzulaufen oder ich weiß nicht, die Tiefs, also die von gestern, diese grünfarbene Linie oder nur die 20.700er Marke, sondern dass ich wirklich jetzt an der Stelle einfach mal sage, da würde ich tatsächlich dann die Position auch übers Wochenende nehmen und eben darauf spekulieren, dass es dann zu einer solchen, einer hoffentlich bärischen Action dann kommt. Wie gesagt, mit einem Stop abgesichert, ja, oberhalb dieser Hochs, ja, beziehungsweise und vielleicht ein bisschen weiter noch weg den Stop setzt, wo man sagt, ach, kleiner Spike und so, das will man ja vermeiden, dass der Markt dann vielleicht nochmal über die Allzeithochs drüber schaut, dass man den Stop vielleicht ein Stück weit drüber setzt. Auch wenn sie jetzt gerade sich so ein bisschen stabiler präsentieren, das sieht schon ganz danach aus, als wenn der Markt willens wäre, da vielleicht auch nochmal
einen ganz versöhnlichen Wochenschluss auf den Weg zu bringen. Also ist nicht gesagt, dass hier der Dow Jones nur bei 20,8 zurückläuft und dann anschließend eben aggressiv sofort abverkauft wird, sondern es kann durchaus sein, dass wir uns infolge einer Stabilisierung über Wall Street durch eine Stabilisierung oberhalb von 20.700 Punkten, dass wir auch